Ja, hallo Freunde und recht herzlich willkommen bei Ich am Weg wandern mit Peter. Das bin immer noch ich. Und ja, meine Lieben, heute geht es los, die dritte Etappe entlang der Via Aqua. Und in meinem Fall ist es heute auch schon die letzte. Und wenn ihr die ersten zwei Touren verpasst habt, dann schaut unten nach und steigt mit ein. Es war großartig, zuerst von Burgstall bis nach Garming und von Garming bis hierher zum wunderbaren Almhaus vom Hochberneck. Ja, abenteuerlich, so wie auch die Nacht, aber so viel dazu, gehen wir es an. Es wird heute sicherlich wieder traumhaft. Wir beenden es heute. Und ja, viel Spaß und kommt mit! Der Ötscher ist ein 1893 Meter hohes, weithin beherrschendes Bergmassiv im südwestlichen Niederösterreich. Das Ötschergebiet gehört zu den nördlichen Kalkalpen, im Speziellen der Ybbstaler Alpen, und ist eines ihrer östlichsten Hochgebirgsmassive. Direkt über den Gipfel verläuft die Grenze zwischen den Bezirken Lilienfeld und Scheibs. Der Ötscher ist das Wahrzeichen des Mostviertels und sein höchster Gipfel. St. Anton liegt am Fluss Jesnitz im niederösterreichischen Mostviertel. Das Gemeindegebiet umfasst das Einzugsgebiet der Jesnitz, die nach Gnadenberg in die Erlauf mündet. Das Gebiet war vermutlich schon zur Zeit des Königreichs Noricum und in der Zeit der römischen Besatzung dünn besiedelt. Nachweise für eine slawische Besiedelung liefern die Namen Jesnitz, also Jasen ist Esche, Stotzek und Gabel, Jablabe ist gleich der Apfelbaum. Um das Jahr 900 erfolgte dann die Besiedelung durch deutschsprachige Einwanderer. Der Name St. Anton geht auf das schon vor der Entstehung des Ortes von Wallfahrern aufgesuchte Antoniusbründel zurück, das noch heute südlich der Kirche zu sehen ist.
Johann Irxenmeier hat in der Nähe von St. Anton an der Jesnitz einen Mühlenrastplatz errichtet, die sogenannte Teufelsmühle. Der Sage nach soll hier ein Stier den Wasserfall heruntergestürzt sein, der dann auf der Mühle liegen blieb, weshalb die Leute aufgrund der Hörner dachten, der Teufel würde hier hausen. Die zweite Wiener Hochquellleitung, ursprünglich zweite Kaiser-Franz-Josef-Hochquellleitung, wurde bis 1910 zur Verstärkung der ersten Wiener Hochquellleitung errichtet und bringt Trinkwasser aus dem Hochschwabgebiet in der Steiermark nach Wien. Das Schloss Lehnhof, auch Villa Almasi, steht auf einer Terrasse über dem Tal im Weiler Hochbruck in der Stadtgemeinde Scheibs. Das Schloss steht unter Denkmalschutz. So war es Sommersitz des Dichters Albrecht von Wickenburg und seiner Ehefrau Wilhelmine, geborene Gräfin Almasi. Das Schloss Scheibs liegt am Rathausplatz, im Zentrum von Scheibs, und bildet ein Ensemble mit Stadtpfarrkirche, Stadtmauer und Pfarrhof. Der ehemalige weltliche Verwaltungssitz des Kartäuserklosters Garming beheimatet heute die Bezirkshauptmannschaft des Bezirks Scheibs. Seit 1993 sammeln die Ehegatten Hottenroth weltweit die Erzeugnisse der Scheibster Keramik. Die Sammlung umfasst derzeit fast 2500 Objekte und ist nunmehr im neuen Keramikmuseum Scheibs öffentlich zugänglich. Thank you.
So, meine Freunde, das war sie jetzt also, die Via Aqua. Und was war das für ein Abenteuer? Wir haben es gepackt, alle Stationen auch besucht. Ihr habt die Bilder selbst gesehen, es war unglaublich. Ja. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, sollte man gemacht haben, sicher einer der schönsten Mehrtagestouren in Österreich. Ich sage danke, dass ihr mich begleitet habt. Ja. So soll es weitergehen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Und wie gesagt, ja, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr ja gerne ein Like da lassen oder kommentieren oder den Kanal abonnieren. Das war's von mir. Wir sehen uns wieder. Natürlich, wie immer, und zwar wann, wenn ich wieder am Weg bin, ihr hoffentlich dabei. Also dann, ciao, ciao.